Was geht, Leute? Mein Name ist der Danny. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Spielen wir Learn to Fly 3. Und die gestrige Folge kam bei euch so gut an, dass ich einfach Lust hatte, heute weiterzuspielen. Und ich meine, hier geht es darum, dass wir ein Pinguin sind und versuchen zum Mond zu kommen. Und dort, also dafür müssen wir quasi ein Raumschiff bauen. Und wir fangen ganz klein an und das Raumschiff wird wahrscheinlich irgendwann riesig. Ich meine, ich weiß nicht, wie groß es wird, aber ich gehe mal davon aus, dass es deutlich größer wird als jetzt, weil momentan ist es noch gar kein Raumschiff so wirklich. Aber sie haben das Spiel geupdatet und zwar kann man das Spiel jetzt kleiner und größer machen, also das Fenster vom Spiel, weil gestern wollte ich die zweite Folge aufnehmen, aber das Ding war, irgendwie hat das die ganze Zeit rumgebackt und anscheinend haben die es geupdatet und das gefixt quasi gleich am nächsten Tag, was sehr gut ist. Aber wir haben 1200 Geld, das bedeutet, wir können unser Raumschiff verbessern und ich weiß gar nicht, wie extrem wir es verbessern werden können, aber ich glaube schon sehr stark. Deswegen, wir haben 1200 Geld. Eigentlich könnte ich das hier verbessern, oder? Ich meine, wie teuer ist es? 610. Damit kann ich meine RPG verbessern, was sehr interessant ist. Ich weiß nicht wirklich, was soll ich verbessern? Wie teuer ist das? 1500. Okay. Wir werden erstmal warten. Wir werden erstmal ein bisschen Geld noch bekommen. Und das Höchste, zu dem wir gekommen sind bis jetzt, war 40.000 Meter wahrscheinlich, glaube ich. Und ich meine, irgendwie ist es ziemlich ironisch, dass wir ein Pinguin sind und quasi in die Luft abgeschossen werden. Weil ich meine, ne, wir sind Pinguin. Pinguin sind die einzigen Vögel, die nicht fliegen können, oder? Naja, die einzigen Vögel kann man nicht sagen. Aber komm schon, komm weiter, komm weiter. 33.000. Yes, noch weiter, noch weiter, noch weiter. Ich weiß gar nicht, ich meine, wir wollen zum Mond und ich weiß nicht wirklich, wie weit der Mond ist. Vielleicht eine Million. Ich bin mir nicht genau sicher, Leute, aber ich schätze mal, wir werden sehen. Und wir bekommen fast 1000 Geld. Bedeutet, wir können das hier erhöhen, was ziemlich gut ist, weil das zu erhöhen ist unnormal, Leute. Wirklich, das, wir werden jetzt so viel höher fliegen, glaube ich, oder? Ja, es hat auch ein bisschen was mit Glück zu tun. Es ist ja ein Russian Roulette-Teil. Bedeutet quasi, dass wenn wir auf das Rote oder auf das, die Game-Teile kommen, kommen wir höher. Und ja, jetzt haben wir ein bisschen Pech gehabt, schätze ich mal. Ja, wir haben ein bisschen Pech gehabt. Ich glaube, ich würde echt gerne das nächste Teil holen. Um uns abzustützen oder wie auch immer. Um quasi anzufangen. Nicht abzustützen, was rede ich da? Keine Ahnung. Mir fehlen die Worte manchmal. Aber ich glaube, ich werde das mal verkaufen. Und wie viel Geld bekomme ich? Gar nicht so viel. Also es war nicht wert, das zu verbessern. Aber es gibt hier noch andere Sachen, wie ihr sehen könnt. Was einfach unnormal ist. Zum Beispiel... Oh Gott, ich weiß gar nicht. Was gibt es hier noch? Hier. Ejector Seat, das hatten wir schon. Space Shuttle. Oh Gott, was habe ich da gekauft? Ich habe immer noch ziemlich viel Geld eigentlich, oder? Ja, ich habe tatsächlich noch ziemlich viel Geld, was ziemlich gut ist. Oh nein, ich habe das Falsche gekauft. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte das hier ersetzen. Oh Gott, was habe ich getan? Ich bin echt, das war echt nicht schlau von mir. Okay, verkaufe das und kaufe hier was anderes. Kann ich überhaupt? Ja, Explosives. Oh, Explosives, das klingt gut. Und jetzt kann ich hier sogar das hier verbessern. Ziemlich cool, jetzt kann ich hier sogar Sachen kaufen. Was auch immer das genau ist, Multi-Rockets? Ich meine, jetzt haben wir ein paar Sachen verändert. Lass mal sehen, was wir verändert haben. Wow. Oh mein Gott, was genau soll ich tun? Ich habe keine Ahnung. Aber es ist... Oh! What? Wie geil ist das denn? Obwohl, kommen wir jetzt wirklich weit, Leute? Ich glaube, wir kommen weit. Na, gar nicht so sehr. Aber Problem ist, wir sind sehr schwer, Leute. Wir sind sehr, sehr schwer gerade. Oh Gott, kommt doch höher. Was soll ich tun? Alter, was... Ich verliere Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was genau willst du von mir? Das Teil ist so schwer. Das Teil ist wortwörtlich so schwer, Leute. Wegen dem Gewicht kommen wir einfach nicht höher. Abort, okay. Bitte beende das, bitte beende das. Wir wiegen zu viel. Wir wiegen deutlich zu viel, Leute. Verdammt. Ach ja, ich habe gesagt, dass ich wahrscheinlich Sardinen kaufen werde, wodurch wir Sachen verbessern können und schneller an unser Ziel kommen. Aber ich werde noch ein bisschen warten und dann werde ich Sardinen holen. Aber das war gerade lächerlich. Das Teil ist viel zu schwer. Ich meine, Space Shuttle, wie schwer ist das Teil? Wahrscheinlich sehr schwer. Oh Gott, ich glaube, ich sollte das nicht benutzen. Ich sollte das nicht benutzen, Leute. Definitiv nicht. Jet könnte ich benutzen. Rocket Kit kann man benutzen. Es gibt so ein paar Sachen, die kann man hier benutzen. Aber... Ich meine, das war, wie gesagt, viel zu schwer, Space Shuttle. Hier sieht man sogar, da steht nämlich Weight 40. Das ist viel zu viel. 40, wirklich, das ist viel zu viel, Leute. Ejector Seat ist eigentlich ganz geil. Oder Rocket Kit. Nehmen wir mal Rocket Kit und schauen mal nach, um was es hier geht und was da passiert. Deswegen, ready und take off. Lass mal sehen, was ist das hier? Oh, Alter, das ist viel besser. Deutlich besser, weil wir jetzt weniger Gewicht haben. Jetzt kommen wir auch wesentlich höher. Was ziemlich gut ist eigentlich. Also beschweren werde ich mich da nicht, oder? Nee, ich denke, beschweren werde ich mich da nicht. Und wir sind bei 17k. Oh Gott, das war jetzt nicht so viel. Na gut, wir beenden mal den Tag. Wie gesagt, man kann schneller beenden. Aber jetzt haben wir gar nichts mehr davon. Das ist das Problem. Jetzt haben wir gar nichts mehr davon. Wieso nicht? Was passiert, wenn ich diese auflevel? Kriege ich dann mehr Stages hier? Also womit ich quasi weiter in Luft kommen kann? Oder nicht? Weil ich habe keine Ahnung, Leute. Ich könnte es verbessern, aber ich habe Angst. Oh Gott, ich verbessere es gerade. Ja! Ich habe eine RPG, sehr gut. Seht ihr das? Jetzt habe ich eine RPG, Leute. Oh Gott, yes. Okay, es hat sich gelohnt, das zu verbessern. Also war kein Fehler. Yes, jetzt sollten wir noch weiter... Jetzt sollten wir deutlich weiterkommen, oder? Ich bin mir nicht genau sicher, aber ich glaube ja, Leute. Komm, flieg ganz weit nach oben. Ganz weit nach oben, Buddy. Ganz weit nach oben. Und 11.000. Wow, die Rakete habe ich nicht mal eingesetzt. Schau dich mal... Wow, wie weit ich hochkomme. Bleib gerade, bleib gerade, bleib gerade. Ich könnte auch die Tastatur benutzen, aber seht ihr das? Dann laggt es so ein bisschen. Super merkwürdig, Leute. Deswegen benutze ich einfach nur die Maus. Und es wird dann auch noch weitergehen. Alter Schwede, 28.000, 32.000. Es geht immer noch weiter. Es geht immer noch weiter, Leute. Und jetzt kommt erst das zweite Item. Was zwar nicht so effektiv ist normalerweise, aber 40k.
Okay, standardgemäß. Das war unnormal, Leute, okay? Das hätte ich nicht erwartet, dass wir so weit nach oben kommen. 40k. Und eigentlich sollten wir jetzt immer so weit kommen. Wir bekommen 1400. Was einfach nur gestört ist, Leute. Einfach nur gestört. Aber ich weiß nicht. Momentan läuft es ganz gut. Wenn ich mich fühle, so als würde ich nicht weiterkommen, werde ich wahrscheinlich Geld dafür ausgeben. Aber ich werde das mal warten, weil ich meine, ich werde es mal upgraden hier. Oh, jetzt kann ich hier Boost holen. Seht ihr das? Boost kann ich holen. Was ziemlich geil. Ich werde einfach ein paar Sachen verbessern. Und gucken, wie weit wir jetzt kommen. Und kann ich hier irgendwas verbessern eigentlich? Floatifier, Speedifier. Ich würde gerne eigentlich das hier bekommen. Wie kann ich es kaufen? Oh Gott. Ach so. Wow. Hier kann ich es kaufen. Ich sehe es. Ah, okay. Ich sehe es. Wie teuer ist es? Ich habe sogar einen. Obwohl, nein, habe ich nicht. Ich bin komplett durcheinander gerade. Ich komme im Menü nicht ganz klar, weil hier... Ich komme nicht ganz klar, wenn hier zu viele Sachen passieren. Da bin ich immer so leicht überfordert, weil... Ne, ich bin einfach überfordert. Okay, lass mal sehen, wie weit wir kommen. Oh mein Gott. Okay, das sieht ziemlich gut aus auf jeden Fall. Ich meine, wir haben so viele Boosts, Leute. Das ist wirklich unglaublich, was hier passiert. Und ich glaube, wir werden eine weite Strecke nach oben kommen. Also wirklich, ich glaube es wirklich. Also ziemlich, ziemlich geil. Ah, die Vögel nerven extrem. Also ja, von denen wollen wir uns nicht allzu sehr nerven lassen. Aber ich muss sagen, das ist ziemlich geil. Also ich meine, wir sind jetzt schon bei 33.000. Wir haben noch zwei weitere Items vor uns, okay? Fast bei 40.000. Was genau geht hier vor sich? Ich meine, das ist ziemlich, ziemlich nice. Komm schon, weiter, 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 weiter. Und jetzt kommen die nächsten Items. Das war's noch nicht, Leute. Das war's noch nicht. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Es war's noch nicht, oder? Oh, die Teile sind... Ja, die Teile bringen eigentlich kaum was. Ich meine, die existieren zwar, aber... Ja, die bringen kaum was. Abort! Wie viel bekommen wir? Mehr als 1400, oder? 2000. Leute, wir bekommen 2000, was einfach nur unnormal ist, Leute. Und wir können sogar den Launcher verbessern. Den Launcher können wir verbessern, was ultra geil ist. Und Fins. Was auch immer Fins sind. Ich glaube, das sind die Flügel oder so. Ich weiß es nicht genau. Aber ja, ziemlich geil. Ich schaue mich mal kurz um hier, was es hier so gibt. Hier kann man ein paar Sachen holen, auf jeden Fall für BP. Also, das ist ziemlich geil. Increases the money earned after each day. Ich habe sogar 300 BP. Jetzt haben wir es gemaxt. Quasi ist das Geld, was wir bekommen. Was ziemlich cool ist. Man kann da mehrere Sachen upgraden. Das Spiel ist allgemein sehr, sehr vielfältig auf jeden Fall. Also man kann hier sehr, sehr viele Sachen machen. Was eigentlich ziemlich cool ist. Also beschweren werde ich mich da nicht. Wow! Warte mal, wieso bin ich jetzt so schnell? Oh mein Gott, sind wir jetzt schon bei 25.000? Achso, weil ich Explosives verbessert habe, ne? Ich glaube, daran liegt es, Leute. Oh mein Gott, wir werden eine sehr hohe Strecke hochkommen, glaube ich. Lass dich nur nicht von nichts erwischen, okay? Komm schon, einfach nur nach oben. Wow, einfach nur nach oben. Zieh nach oben, zieh nach oben. Alles wird gut. Alles wird gut. 50.000, 52.000. Oh mein Gott. Ah, das hat weh. Habe ich irgendwas bekommen, als ich das erwischt habe? Nee, ne? Ich glaube nicht, Leute, dass ich irgendwas bekommen habe. Ich bin mir aber nicht genau sicher. Und es geht weiter. Oh! Und das war's, ja. Das war's quasi. Diese Raketen, dieses Item bringt gar nichts. Ich hasse das Item. Ich verstehe nicht, was es macht. Ich weiß nicht, wie man das einsetzt. So gar nicht. Ich weiß nicht, was es überhaupt ist. Kann ich vielleicht damit ein paar Sachen noch erwischen oder so? Jetzt zum Beispiel sowas oder so? Nee, ne? Oh, da ist eine Drohne. Ich weiß nicht, was es bringt. Das ist mein Problem. Okay, hören wir auf. Am liebsten würde ich... Ich glaube, ich verkaufe das Teil, Leute, weil das ist... Oh, 3000 fast. Wow. Aber ich glaube, ich werde das hier verkaufen, weil das ist wirklich total unnötig. Also ich weiß nicht, was hier der Sinn von ist, ehrlich gesagt. Ich meine, ich könnte es verbessern, aber ich will es wirklich nicht verbessern. So gar nicht. Ich weiß nicht, was es wirklich ist. Mini-Helper. Was ist das denn? Mini-Helfer? Okay, sehr interessant. Lass uns mal das Explosionsteil verbessern. Und die Rakete können wir... Die RPG können wir ebenfalls verbessern. Ja, lass mal sehen, wie hoch wir jetzt kommen, okay? Wir haben jetzt einiges verbessert. Wow! Oh, was ist das hier? Oh mein Gott! Wir sind jetzt schon fast bei 50.000. Und es hat gerade erst begonnen, Leute. Und das Teil hat mich langsamer gemacht, oder? Ja, das ist natürlich nervig, wenn man hier irgendwas erwischt. Aber das gehört halt nur mal dazu, würde ich sogar sagen. Ja, das gehört halt nur mal dazu. Kann man nicht anders sagen. Aber ich meine, wir sind jetzt schon bei 60.000. Das hat gerade erst begonnen. Alter, wenn wir 100.000 erreichen, ne? 100.000 Meter in der Luft. Das wird natürlich super geil sein. Ich meine, ich weiß ja nicht mal, ob es genau Meter sind, okay? Aber ich gehe mal davon aus und... Es gibt auch andere Pinguine, die sehr weit oben sind. Also ich bin nicht der Erste, der so weit oben ist, weil da gibt es einige mit so Ballons und sowas ziemlich krasses. Aber wow, es geht weiter. Es geht weiter, Leute. Wir hören nicht auf. Oh mein Gott. Geht's noch weiter? Nee, ne? Ich glaube, das war's, Leute. Ja, das war's wahrscheinlich, oder? Hm, das war's. Ich meine, wir sind so weit gekommen, Leute. Abort. Wie viel Geld bekomme ich? 3.900. Also wir bekommen immer mehr Geld. Das ist wirklich unnormal, Leute. Ich verbessere noch einmal Explosives, beziehungsweise zweimal verbessere ich noch. Dann verbessere ich noch Fins, wofür auch immer. Wir machen gleich das nächste Take-Off. Und dann lass mal sehen. Oh mein Gott, wir sind jetzt schon bei 60k. Wir sind jetzt schon bei 60k, Leute. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was gerade passiert oder wie es möglich ist, dass wir so weit kommen. Aber ja, lass mal sehen, wie weit wir kommen. Vielleicht schaffen wir ja dieses Mal die 100.000. Wäre natürlich nicht... Autsch! Geh zur Seite, du Loser, okay? Meine Güte, wer hat dich gefragt? Was für ein Loser? Oder war sogar ein Helikopter? Und jetzt kommen sogar andere Items. Wow, die sind ja viel größer. Die ganzen Sachen, die wir jetzt hier treffen. Au. Das war long. Das ist gar nicht gut. Das ist sehr schlecht. Jetzt kommen wir aber nicht zu 100.000, oder? Nee. Jetzt. Ah, da ist ein Helikopter. Verdammt. 100.000, komm schon. Oh mein Gott, 100.000. Yes. Wir haben 100.000 geschafft, Leute.
trotz den ganzen Hindernissen, was einfach unnormal ist. Aber was ist das hier? Ich weiß ja nicht, was das ist. Was soll ich drücken, um das zu aktivieren? Kann ich irgendwas überhaupt drücken, um das zu aktivieren? Ich glaube nicht, Leute. Ah, ich kann sogar Enter drücken, um schneller zu beenden. Na gut, 4400. Sehr schön. Dann lass mal ein paar Sachen verbessern. Ich verbessere mal. Nee, ich verbessere mal das hier. Das ist geil zu verbessern. Ist es jetzt das meiste? Kann man das überhaupt. Ja, man kann es einmal verbessern, so wie es aussieht. Und da kann man noch Mini-Helper verbessern. Keine Ahnung, was sie genau bringen, aber ich meine, wir werden es ja sehen, oder? Wir werden es ja sehen. Ich will nur mal kurz mich hier kurz mal nachsehen, wie ich die Sachen bekommen kann, weil das wäre richtig geil, wenn ich das hier bekommen könnte. Ich kann so viele Sachen bekommen, ein komplettes Bundle, aber ich verstehe nicht wirklich. Hier, soll ich das nehmen? Ich glaube, ich gebe $1 aus. Wie soll ich das aber machen? Soll ich das bei Steam kaufen oder wie ist das? Achso, ich kann einfach so Guthaben hinzufügen, ne? Okay, ihr seht das wahrscheinlich gar nicht. Aber ich kann einfach für Geld quasi Guthaben hinzufügen. Also Steam-Guthaben ist es quasi. Ich glaube, ihr seht es gar nicht, so wie ich nachsehe. Aber ja, ich mach mal kurz. Und ich habe es bekommen, Leute. Ich habe 65 Sardinen bekommen. Ich meine, ich habe Geld ausgegeben, wie immer eigentlich. Ich weiß nicht, ich bin echt ein Pay-to-Win-Mensch, okay? Kann ich nicht anders sagen. Ich bin einer der Menschen, die gehasst werden, okay? Keiner mag mich. Aber ist vollkommen in Ordnung. Und jetzt haben wir wenigstens ein paar Sardinen mehr, wodurch wir sowas jetzt Beispiel holen können. Reduces Gravity by 50%. Das bedeutet, es reduziert die Erdanziehungskraft durch die Hälfte. Was eigentlich ziemlich heftig ist, oder? Ich meine, dadurch fliegen wir das Doppelte an Höhe. Oder noch mehr. Ich weiß es nicht genau. Aber ich will es gerne holen. Okay, ich werde es mir auch holen, weil es einfach zu gut aussieht. Hier, man kann hier ein für, sagen wir, ich investiere. Wie viele Sardinen habe ich? Ich weiß nicht, wie viele Sardinen ich habe, aber gar nicht so viele. Ich will einfach 2 für 20 Sardinen, okay? Die sind echt teuer, by the way. Also, ich muss sagen, die sind wirklich teuer. Oh nein, ich hab's auch so nochmal gekauft, meine Güte. Wie konnte ich nur? Jetzt habe ich noch 36 Sardinen. Was ziemlich geil ist, auf jeden Fall. Aber ich glaube, fast forward and slow motion. Wow, Moment mal. Speed up and slow time at the press of. Oh! Ich kann sogar die Zeit verschnellern für 100 Sardinen. Das ist schon ziemlich geil, aber ich habe leider nicht genug Sardinen, okay? Es gibt hier so viele Sachen, aber ich werde mich mal damit zufrieden geben. Lass uns loslegen und ja, let's go. Oh mein Gott! Wo bin ich jetzt? Ich bin. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Wie fliege ich denn? Wie fliege ich denn? Wie fliege ich denn? Flieg normal, bitte. Flieg normal, Buddy. Flieg normal. Was hast du getan? Wie konntest du nur? Ich war komplett durcheinander, okay? Ich hätte schneller die richtige Position einnehmen sollen. Aber 100.000 werden wir auf jeden Fall erreichen. Trotzdem ist es unnormal, was hier gerade geschieht. Ich habe gerade keine Ahnung gehabt, was passiert ist, ehrlich gesagt. Und wir haben wieder 100.000 erreicht, was sehr, sehr gut ist. Und ich glaube, ich habe meinen Perk gar nicht genommen. 105.000, oh mein Gott, 106.000, 108.000. Ich glaube, ich habe meinen Perk nicht mal genommen, weil normalerweise müssten wir dann 200.000 erreichen. Und ja, das war's. Okay, ich drücke Enter, um den Tag zu beenden. 5.000 bekommen wir auf jeden Fall. Das bedeutet, wir können einmal das hier erhöhen. Und dann können wir nochmal die RPG erhöhen. Mehrmals sogar. Und jetzt kann man hier sogar das hier nehmen. Wir haben es nämlich dreimal. Und jetzt passt auf, Leute, passt auf, okay? Jetzt geht nämlich der absolute Beast-Mode, okay? Oh mein Gott, ja, es passieren so viele Sachen. Oh mein Gott, okay. Ich bin jetzt schon bei 100.000, Leute. Ich bin jetzt schon bei 100.000. Geh zur Seite, du Loser. Keiner mag dich, okay? Keiner mag dich. Wiederhole das, was ich gesagt habe. Das wäre besser für dich. Aber na gut, jetzt kommen wir anscheinend weiter, was ja sehr nice ist. Und wir haben, ich meine, die Hälfte der Erdanziehungskraft. Das heißt, wir fliegen immer noch wie ein Biest nach oben. Und da war ein Bananenflugzeug. Okay, was zum Beispiel versucht das Bananenflugzeug dort? Ich habe nicht wirklich eine Ahnung, aber ehrlich gesagt, mir ist es auch zum Teil egal. Oh mein Gott, geh zur Seite, du Loser. Keiner mag dich. Also, es ist schon ziemlich krass auf jeden Fall, was wir hier alles sehen. Ziemlich lächerlich sogar. Ich meine, das sind so viele kranke Sachen und wir sind bald beim Mond, oder? Ich meine, wir sehen schon Jets und langsam wird es dunkler. Au, das hat weh. Und das war's, ja. Das war's leider. Na gut, wir beenden den Tag, Leute, weil wir sind sowieso untergefallen. 7.000 haben wir bekommen, was sehr schön ist. Tatsächlich würde ich jetzt sagen, dass wir... Soll ich Explosives behalten? Oder soll ich, ich weiß nicht, ich würde gerne was anderes holen. Ich würde gerne mal was anderes austesten. Oder soll ich hier ein paar Sachen verbessern? Ich weiß nicht wirklich, was ich tun soll, Leute. Ich weiß... Oh, ich verbessere mal die Mini-Pinguins. Und werde einfach mal die Explosives verkaufen. Und was ist, wenn ich sie eigentlich normal kaufen sollte? Dann sind die immer noch geupgradet oder nicht? Ich weiß es nicht wirklich, aber es gibt hier ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel Nuclear Reactor. Moment mal, habe ich dafür Geld bekommen? Ah, ich habe dafür Geld bekommen, weil wir haben quasi super viel Geld bekommen, weil wir es ja geupgradet haben. Und wir bekommen das ganze Geld, was wir da rein investiert haben, in quasi, bekommen wir zurück. Und dann können wir was anderes kaufen. Und ich kaufe jetzt einfach mal das hier und werde einfach mal upgraden ein bisschen. Und dann werden wir einfach mal sehen, wie hoch wir kommen und was es überhaupt bringt und so weiter und so fort. Ich werde diesmal nicht den Dingsterbumster nehmen. Was ist jetzt los? Oh mein Gott. Okay, das ist... Ist es besser als das andere? Ich glaube momentan noch nicht. Ich glaube erst, wenn ich es upgrade, wird es besser sein. Wow, das war... Okay, das war cool. Aber ich glaube vielleicht... Ja, jetzt kann ich weitere Items haben. Ich glaube, ich hole mir gleich weitere Items, Leute. Aber lass mal sehen, wie hoch wir kommen. Oh, der Wind kommt von links. Das heißt, wir müssen mit dem Mauszeiger so ein bisschen nach links schauen. Also ist auch wichtig, natürlich zu gucken, von wo der Wind kommt, damit wir dann dagegen steuern können. Was auch logisch ist, schätze ich mal. Autsch, das hat weh. Okay, zweites Item. 100.000 sollten mir reichen. Ich werde das Teil mal so verbessern, wie es nur geht, Leute. Und da werde ich mal nachsehen, was ich alles machen kann. Au! Hör auf damit, du Loser. Okay, jetzt können wir aufhören, Leute. Das war's mit dem Tag. Wir bekommen genug Geld auf jeden Fall. Und wir können das hier jetzt verbessern. Aber zum einen können wir den Körper verändern. Den können wir verändern. Und wir können hier Sachen verändern, glaube ich, oder? RPG können wir zum Beispiel löschen. Soll ich mal RPG löschen? Ich glaube, ich werde es verkaufen. Und jetzt können wir hier andere Sachen holen.
wie Shuttle Reactor oder so oder Ramjet oder ich habe keine Ahnung, was diese ganzen Sachen sein sollen, ehrlich gesagt. Also ich weiß es wirklich nicht. Oder Banshee, was auch immer das ist. Ich weiß es nicht, okay? Ich kann es euch nicht sagen. Ich nehme einfach mal Shuttle Reactor. Das scheint ziemlich teuer zu sein. Und werde einfach mal das hier upgraden. Keine Ahnung, was nochmal das bringen soll. Und ich upgrade das hier. Also upgraden lohnt sich, wenn man das Geld eh zurückbekommt, wenn man es verkauft. Okay, was passiert jetzt? Okay, es ist... Okay, nice. Und weiter geht's, Leute. Weiter geht's. Und jetzt? Und was passiert jetzt genau? Komme ich jetzt viel höher oder nicht? Ich weiß wirklich nicht, was passiert, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, ja, das nächste Item kommt gleich, glaube ich, oder? Oh Gott, wenn ich nur wüsste, was hier gerade vor sich geht, Leute. Ich glaube, ich bin ein bisschen schwer, Leute. Bedeutet, ich bekomme wahrscheinlich mal die 100.000, oder? Weil ich bin doch schon sehr, sehr schwer auf jeden Fall. Ich glaube, ja, das Gewicht ist natürlich ein Problem. Ich meine, die Items sind halt besser, aber ich bin auch dadurch schwerer, glaube ich, durch neue Items. Wodurch ich halt schwerer nach oben komme. Was passiert jetzt? Oh, das Teil bringt mich deutlich höher. Auch wenn es wirklich schwer ist, aber im Endeffekt bringt es schon was, oder? Boah, ist unnormal, Leute, was da vor sich geht. Das ist wirklich einfach nur gestört, was da gerade passiert. Oh, bitte komm höher. 100.000, okay, nicht schlecht. Aber ich glaube, das war es theoretisch, oder? Ja, das war es eigentlich. 107.000 Meter. 112.000 Meter. Na gut, ich bin mir damit zufrieden. Wir bekommen 5.000 Geld. Ist in Ordnung. Lass uns mal versuchen, unseren Körper zu verändern, okay? Was gibt es hier noch so für Körper? Escape Pod gibt es zum Beispiel. Was cool ist, aber lohnt es sich, das zu holen? Ich weiß es nicht wirklich, Leute, ob es sich wirklich lohnt, das zu holen. Das hier zum Beispiel ist sehr schwer. Das ist mir zu schwer. The Bullet. Es ist zu schwer einfach, okay? Deswegen will ich das halt ungern holen. Escape Pod. Ist das gut? Ich hole es einfach. Oder soll ich es da lassen? Wir haben wieder 10.000. Was sehr, sehr schön ist. Aber ich glaube, ich will gar nicht so ein Escape Pod haben, ehrlich gesagt, oder? Oh mein Gott, wenn ich... Was soll ich holen? Ah, okay. Das ist sehr schwer. Aber dafür haben wir 4 dieser Slots hier. Seht ihr das? Es ist zwar sehr schwer, aber dafür haben wir halt hier so richtig viele Sachen davon. Das ist richtig unnormal. Ramjet können wir zum Beispiel holen. Und es ist zwar schwer und dadurch kommen wir halt schwerer höher. Aber dafür ist es indirekt auch irgendwie besser, wenn ihr versteht, was ich meine. Weil... Dadurch können wir halt mehr davon hier haben, würde ich sagen. Also, ne? Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Deswegen, wir können sogar aufleveln und einfach mal probieren. Ich meine, wir haben jetzt 4 dieser Teile, was eigentlich gar nicht mal so schlecht sein wird. Deswegen take off und lass mal sehen, wie hoch wir kommen. Starte die Chemie und let's go. Ja, am Anfang werden uns ein paar Sachen in den Weg kommen, aber dafür haben wir jetzt so viele Sachen, Leute. Der Flug wird sehr lang gehen. Und ja, es ist in Ordnung. Es ist definitiv in Ordnung. Lass mal sehen, wie hoch wir kommen können. Oh, aber wir sind so schwer und ich mag es nicht, so schwer zu sein. Es nervt. Ich weiß nicht, was besser ist, Leute. Ist es besser, schwerer zu sein und dafür länger zu fliegen? Oder ist es besser, leichter zu sein, dafür kürzer zu fliegen und dafür schneller nach oben zu kommen? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen, wie hoch wir kommen können, okay? Boah, das ging schnell. Was war das denn? Alter, wie schnell... Alter, bin ich so schwer für die Teile? Ich glaube, ich bin zu schwer für die Teile, Leute. Und das bringt mich ja gar nicht weiter. Nee, nee, das gefällt mir gar nicht. Es gefällt mir nicht, okay? Ich bin deutlich schwer. Ich werde das nochmal löschen, glaube ich. Ich nehme das hier. Das hat nur 14 Gewicht. Ja, nur 14 Gewicht. Dafür kann ich es verbessern. Und das würde ich auch mal gerne mal verkaufen und gucken, ob ich irgendwas anderes dafür kaufen kann, was nicht allzu schwer ist. Power 2,6, Power 3. Ich weiß ja nicht mal, was... Banshee. Was ist das hier überhaupt? Ich hab nicht mal Ahnung, was es ist, okay? Ich kaufe es einfach mal. Ja, ich will sehen, was es machen kann, okay? Ich will einfach sehen, was es machen kann. Ich teste gerade ein bisschen aus, okay? Ich weiß nämlich nicht wirklich, was gut ist momentan. Also ich weiß nicht genau, was die Geheimdings der Bumster ist für Erfolg in dem Spiel. Und das sieht ganz gut aus. Ja, obwohl... Wow, das Teil hält lange. Okay, ich meine, wir fliegen jetzt ganz langsam nach oben. Aber das Teil hält definitiv lange. Ich meine, wir werden vielleicht die 100.000 erreichen, wahrscheinlich aber auch nicht. Nee. Nicht direkt, Leute. Wir werden nicht die 100.000 wahrscheinlich erreichen. Was ein bisschen schade auf jeden Fall ist, aber nee. Ich meine, cool ist es auf jeden Fall, aber das ist nicht das Richtige, um ganz nach oben zu kommen. Definitiv nicht das Richtige, Leute. Zu 100% nicht. Ich meine, das war es hier jetzt schon, oder? Ja, das war es ja jetzt schon. Jetzt haben wir gar nichts mehr wieder. Was jetzt? Oh, es geht immer noch... Hä? Es geht immer noch weiter? Okay, das ist auch nochmal, Leute, dass es jetzt immer noch weitergeht. Hätte ich nicht erwartet. Was passiert jetzt? Passiert jetzt vielleicht noch irgendwas? Nee, ne? Nope, jetzt war es das. Okay, viel Geld bekommen wir. Bitte, bitte viel. Na, 4.000 nur. Ah, das ist in Ordnung. Aber die Banshees gefallen mir nicht. Tut mir leid. Ich muss dich entfernen. Lass mal so ein Ramjet hier testen. Was auch immer das macht, ich weiß es nicht. Und Escape Pod finde ich gar nicht so gut. Wisst ihr, was ich wesentlich besser finde? Ich finde tatsächlich Ejector Seat ziemlich geil. Ejector Seat ist sehr geil, Leute. Aber es ist besser. Oh, wenn ich das wüsste. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht mal, was gut ist und was nicht. Ich versuche immer, das Beste zu finden, aber es ist gar nicht so einfach, okay? Escape Pod ist doch schon ganz gut. Oder Jets. Eigentlich kann Jet... Was soll man mit Jet bitte falsch machen, oder? Ich meine, es ist Jet. Kann man damit überhaupt irgendwas falsch machen? Ich werde einfach mal alles upgraden, Leute. Mein komplettes Geld ausgeben, damit wir die meiste Energie da reinstecken. Ich habe noch ein paar Sardinen, by the way. Darf man nicht vergessen. Ich kann mich gerne informieren, was ich besser machen kann. Aber ich meine... Wow. Okay, das ist heftig, Leute. Wir sind ein verdammter Jet, kann man nicht anders sagen. Aber wie hoch komme ich? Und ich glaube, dieser Jet ist wieder ziemlich schwer, ne? Ja.
Der Jet ist auf jeden Fall wieder ziemlich, ziemlich schwer. Ich glaube, ich weiß, was ich verbessern werde, Leute. Ich habe eine ganz, ganz große Idee, was ich verbessern werde. Aber ich glaube, für diesen Part werden wir uns langsam auch zufrieden geben. Und die Teile kann ich löschen. Die Teile funktionieren nicht. Obwohl, Alter, das Teil hat mich echt weit nach oben gebracht. War's das? Ja, das war's. Okay. Bestens, wie viel Geld bekomme ich? 4.000 mal wieder. 5.000, kann man sagen, ja. Ich werde mal den nuklearen Reaktor entfernen. Und ich werde mal sell. Und jetzt habe ich eine Menge Geld, glaube ich. Und jetzt kann ich hier andere Sachen holen. Alien Bait. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich glaube, ich würde es gerne mal testen, oder? Und den Jet, soll ich den behalten? Also das kann ich, by the way, verkaufen, würde ich sogar sagen. Und kann dafür zum Spiel das hier nochmal holen. Ich meine, wieso nicht? Und jetzt können wir das hier aufleveln. Und das hier können wir ebenfalls aufleveln. Und dann lass mal ready machen und take off. Lass mal sehen, wie weit hier... Was ist das hier überhaupt? Use to stay inside the beam. Ach so. Ich muss hier bleiben, natürlich, verstehe. Also ich muss quasi im Grün bleiben und da bringt es mich höher, so wie es aussieht. Abort. The cow is a lie. Die Kuh ist eine Lüge? Was war das gerade? Okay, sorry, das hat mir gar nicht gefallen. Ich gehe nochmal kurz zurück, Leute. Okay, Leute, wisst ihr was? Ich werde die Folge einfach vorher das mal stehen lassen. Dieses Alien-Bait gefällt mir gar nicht. Keine Ahnung. Die Kuh ist eine Lüge, hat er gesagt, okay? Da ist das schon ziemlich, ziemlich viel deutlich geiler. Das kann man auch oft verbessern. Was sehr schön ist. Und ja, ich werde es aber behalten, schätze ich mal. Und ja, ich werde die Folge so oder so vorher das mal stehen lassen. Ziemlich interessant auf jeden Fall. Und ich meine, ich denke, ich werde noch ein bisschen rumexperimentieren müssen mit den Sachen, die gut sind und mit den Sachen, die eher schlechter sind. Weil ihr seht, ich habe noch gar keine Ahnung, was gut ist und was nicht. Aber wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Und falls du es bis zum Ende geschafft hast, schreibe Q in die Kommentare und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Ciao, ciao. Danke für das Zuschauen des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal eine meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts. Also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und falls du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Video-Content. Und falls du schon Abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao!